Willkommen zum Podcast Wahl, Veränderung und Aktion. Hier kannst du wählen, verändern und handeln, um ein anderes Heute und eine andere Zukunft zu kreieren. Das sind meine Geschichten über Wahlen, Veränderungen und Aktionen zusammen mit den phänomenalen Gästen, die ich hier empfangen darf. Schon von klein auf wollte ich die Welt verändern. Der Planet war für mich eine ständige Inspiration. Access Consciousness hat mir die Werkzeuge gezeigt, mit denen ich weiß, dass alles möglich ist und ich wähle weiter. Was wirst du wählen? Hallo alle miteinander. Herzlich willkommen zum Wahlveränderungs-Action-Podcast. Du bist hier mit mir, Simone Willis. Und heute habe ich hier... Karen Van Hane. Irgendjemand von Europa, der weiß, dass einfach dieses Geräusch, was du mit deinem Mund machst, das heißt, ich glaube, das ist das Europa-Ding. Okay, du bist von Belgien. Und du bist in Belgien im Moment und du bist auch eine Access Consciousness Facilitatorin. Ich weiß, sie macht etwas anderes und ich wollte sie darüber interviewen und einfach unterhalten über das, was sie tut. Du bist ein Access Consciousness Facilitatorin, aber was du das machst, du schreibst erotische Kurzgeschichten. Nein, du schreibst sie nicht nur, diese erotischen Kurzgeschichten, aber ich merke einfach, die Kurse auch dazu gibt, wo die Leute hinkommen können. Und wir werden auch alles in den Shownotes haben. Und wenn du dahin kommen möchtest, dann wirst du auch mehr daraus herausfinden, wo du sie findest und auch ihr erotisches Schreibprogramm. Das Erste, was ich dich fragen möchte, ich habe ein paar von den Geschichten gelesen, die du geschrieben hast. Und du wünschst dir, das immer zu schreiben und es anzuschauen. Und du hast wunderschöne Geschichten gehört, aber es fehlte diese Passion, diese Freiheit, diese tiefere Quelle. Und ich fand das wirklich interessant, weil es ist spürbar, so viele Leute haben das. Okay, so müsste ich sein, so müsste ich denken, ich sollte nicht so außerhalb der Box zu sein. Du hast erlaubt, Sex zu haben und dann ganz von da das. Aber alles scheint irgendwie versteckt zu sein. Und ich mag das, wie du das ansprichst mit diesen erotischen Geschichten und immer noch weiter eintauchst in das erotische Schreiben. Und du schreibst eine Kurzgeschichte am Tag und du findest sie auch alle auf Karens Homepage. Wie gesagt, wird auch alles in den Shownotes sein. Einzelne Dinge, mit denen ich anfangen möchte. Was bedeutet Erotik für dich? Das ist die Passion und die Freiheit damit, weil ganz viel ist da kein Raum mit. Mit dem Schreiben kannst du entdecken, was in dir ist, was deine Fantasie ist, was du magst und was du nicht magst. Also eine Fähigkeit zu sagen, ich möchte das nicht, weil ganz viele Leute können nicht darüber sprechen oder können es nicht fühlen. Und es ist wirklich ein Entdecken in sich selbst, in deine Sexualität. Und mit dem, was du da möchtest und was deine Fantasien sind. Das ist ein interessantes Thema, weil so viele Leute, sie wissen schon, was sie gerne möchten, aber sie würden nicht danach fragen. Aber eins, was ich mache mit den Beziehungen ganz anders und Beziehungen ganz anders, Facilitatoren überall auf der Welt. Und eins der Dinge, was ich gemerkt habe, was dann hochkam, dass die Leute, vor allem Frauen, sie fragen nicht den Mann, was sie möchten. Möchten sie Sex in einer gewissen Art oder eine gewisse Position, also Dinge, dass es ein Tabu ist, darüber zu sprechen. Zum Beispiel meine Eltern, ich kann mich erinnern, über Blowjobs. Und so total, meine Mutter war so total verschreckt. Oh mein Gott, mein armer Vater. Ich glaube, er hat niemals einen Blowjob bekommen. Er würde sterben, wenn er einen bekommen würde. Ja, also,
It's like, you know, Cunnilingus is going down on a Und woman, it's such a subjective, Cunnilingus, and wenn it's man like, runter an die Frau geht, und das ist she, wirklich, wirklich, everything. musste But ich jeder for alles me, wählen, that was war für kind of a big mich, was wenn du alles da hast, dass du absolutely es wrong, wählen and könntest und nichts Falsches. people Und got was ich asked, gemerkt and habe, so then, okay, for das ist instance, my mother verboten. would Zum say, Beispiel meine you know, Mutter giving hätte a man gesagt, words of encouragement, or wo you einem Mann einen Blowjob zu geben, ist know, pervers. Das sind einfach that unterschiedliche Ansichten, if was ich someone has gemerkt, wenn judgment jemand about eine Bewertung über etwas and hat, they decided to dann reverse ich it, because entschieden there's habe, no es judgment, pervers ist. there Aber is wenn no da keine conversion, it's Bewertung just an ist, ethical dann ist da keine commission. I Perversion, mean, sondern einfach people nur eine make sexual Erfahrung allegations mit about like, dem well, you know, people enjoy Sex. having sex and they don't, Sie genießen Sex oder kein Sex, aber wenn sie nicht genießen, sagen sie, oh, können wir nicht darüber sprechen? Was ist, wenn das nur eine Wahl wäre? Du kannst keinen Sex haben, aber du musst keine Bewertung darüber haben. Ich mag es auch, wie du da reingehst oder diese Straße betrittst und die Leute raus aus ihrer Bewertung nimmst. Kannst du uns bitte dazu bringen? Ich weiß, dass du anfängst zu schreiben und dir diese Geschichten anzuschauen, aber es war, wie du sagtest, mit dieser Fantasie da drin. Also, wie ist das für dich? Wo hast du damit angefangen? Gestern fing ich wirklich an, das war mein Freund, Ex-Freund. Es war keine gute Beziehung. Und er hat mich über alles angelogen. Aber ich dachte auch an den Sex mit ihm. Und da hat er mich auch angelogen. Und ich war nicht so mich wohl gefühlt. Und was ist, habe ich mir, was ist mit meinem Sexleben? Ich konnte mit keinem darüber sprechen. Und Sitting with that problem Und ich in my saß head da mit and meinem I thought, Problem you know, in den I want Kopf, to make und a post danach on Facebook hatte and ich I was einen thinking the whole day, Post auf this one, what Facebook should one side is nachgedacht, awful, ob das ein guter oder schlechter Post ist, habe das and nicht I also thought thinking gepostet. the human sexuality Und and dann whatever, habe and ich auch I geschrieben, aber da habe ich halt den Humor und die Sexualität vermisse, und was mache ich damit? Und and dann then habe ich it changed and mit I dem really Ex-Freund darüber gesprochen, ich habe das changed it gesehen. to write about Wenn du, es verändert sich, wenn du because darüber sprichst, and discover it dann or kannst du es tatsächlich yeah, what's actually going on with you. entdecken. So when you said Von you dem, want to was, write a post on okay, wenn du Facebook, sagst, du schreibst einen Post auf Facebook, was hast du versucht mit yeah, just a post Facebook? that I like, Ein like Face, ich wollte einfach nur einen Post schreiben, den die mögen und auch die anderen something, something on Menschen. it. So it was like not in freedom Das ist aber to nicht in der post it, but now Freiheit. I'm Ich posting it, weiß, it's ich freedom, but I'm poste posting it now. etwas und das bedeutet jetzt Freiheit für mich. Yeah, I'm finding, I actually had Ich a hatte conversation with tatsächlich somebody ein Gespräch mit today jemandem über who was Social really Media. like, just like, me, Ich I'm so, frustrated, bin what's frustrating me? frustriert mit meinen What's on Social Media. the sales page? Es There's ist a einfach so course eine out there, there's a course, there's a class, there's a course, Verkaufsseite. there's Hier ist ein Kurs, hier ist ein Kurs, hier ist ein Kurs, hier ist ein and Kurs. Und das ist that's not nicht, what was I'm trying ich to do, like möchte. Ich every möchte, single dass jede person in the Person world in der can Welt weiß, access dass the es same einfach andere experience, Möglichkeiten so in that jedem when Bereich they get ihres to you, Lebens they gibt. went, oh, Und that's wenn ich sage, interesting, like, das this gelesen hatte person von dir, oh, das ist wants to talk to interessant, wenn wir das für die you, Leute you know, einfach they see what rausbringen they und du want to fähig do, they bist, want die to Leute talk in to ihr you. For Leben me, so I think just einzuladen. writing a few Aber wenn du für mich das aufschreibst, ist so brillant und du die Fähigkeit, das zu tun one step further. So und now, einen Schritt I get weiterzugehen. whatever Und you want, you know, nochmal, some people like einige talking Leute, about die ich kenne, die lieben Sex und haben Sex die ganze Zeit und sie berühren die ganze Zeit. Und andere sind überhaupt nicht interessiert. Und beides ist okay, es gibt kein richtig oder falsch, ich möchte nicht dahin gehen. Aber was ich gemerkt habe über mein Leben, wie soll ich sagen, mein Sexleben wurde besser, 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 großartiger, großartiger. Ich hatte meistens auch Bewertungen vorher beim ganzen Leben. Aber als ich jünger war, ich hatte, oh mein Gott, ja, und ja. Und wenn du diesen Schritt weitergehst, was du fähig bist, das alles aufzuschreiben, worüber du sprichst, und einen Schritt weitergehst, und wenn ich sage, jemand, möchtest du spielen? Möchtest du dir das anschauen oder damit spielen? Du bist auch bereit, dass dann jemand Nein sagt, dass er sagt, okay, das funktioniert nicht für mich. Es macht dich nicht falsch. Es ist etwas, womit du einfach nicht spielen möchtest. Und wenn das ein anderer nicht möchte, es macht es nicht falsch. Es ist einfach nur eine Ansicht. Und es könnte einfach nur Spaß machen. Und schau dir das mal an. Sexindustrie und die Sexualität und alles das. Das ist das Schrecklichste in der Welt und das Älteste von der Welt. Und es war schon immer da.
Aber es geht einfach durch diese Phasen, wie die Leute sich das angeschaut haben in der Welt. Und jetzt haben die Leute wirklich ganz viel Freiheit in jedem Bereich in ihrem Leben. Und wer ist auch jetzt damit? Und ich merke das, was du aufgeschrieben hast. Du hast diese Programme, die jetzt kommen. Und ich war interessiert zu wissen, warum du Programme hast, nur für Frauen und nur für Männer. In der Kreation hatte ich das erst beide zusammen gemacht, dann hatte ich das Gewahrsein. Ich mache das getrennt, weil keine Frau kann vielleicht über das Sexleben nicht so sprechen. Aber der sicherer für sie, wenn sie einfach nur mit den Frauen sprechen, auch mit den Männern, ist einfach ein sicherer Ort, wenn sie nur mit Männern sprechen. Und deswegen habe ich es getrennt. Und mal schauen, was sich zeigt. Und wir haben was gemacht in Australien vor Jahren mit Gary Douglas, dem Gründer von Access, ein Kurs, der war so lange her. Und den hier, der Kreator, und er hat die Aufzeichnung gemacht und er ist nach Hause gegangen und ich habe dann die Aufzeichnung gemacht und wir hatten diese eine Klasse Männer alleine, zweite stark Frauen alleine und den dritten Tag beide zusammen und ich habe die Aufzeichnung. Du bist hier eine Frau mit den Männern nur und dann muss ich einfach nur unendlich machen. Es ist nicht geheim zu sein, einfach so viel Raum zu sein, dass es gar nicht da war. Und ich habe die Aufzeichnung gemacht. Und dann habe ich mich einfach hingelegt, so dass sie mich nicht sehen könnten, mich einfach nur entspannen. Ehrlich, ich war eine der glücklichsten Frauen der Welt, weil es war so ein schöner Abend, wie sie einfach wirklich sich wünschen, wertvoll für ihren Partner zu sein, herauszufinden, was sie gerne möchten. Und die meisten gingen in die Falschheit, was sie entschieden haben, was man nicht darf oder diese Bewertung, was man darüber hat. Und es war wunderbar, es war so wunderschön, das zu sehen und diese freundlichen, netten Mann und wirklich auch verletzlich zu sein. Und den nächsten Abend hatten wir all die Frauen. Und ehrlich, würde ich das auch sagen, sie waren nicht so nett, weil sie einmal sich über die Männer zu beschweren und was sie nicht machen. Und die Männer, was kann ich noch machen, was kann ich sein? Und die Frauen haben sich über die Männer die ganze Zeit beschwert. Und dann hatten wir die beiden zusammen und die ganzen zwei Teilen, die meisten. Das waren die Männer haben nichts gesagt, die Frauen haben nur gesprochen. Was ist, wenn wir das einfach nur anders machen für eine Sekunde? Was, wenn wir tatsächlich anerkennen, sind aufgewachsen, dass die Männer das Brot nach Hause bringen und so Frauen sollen irgendwie die waschen und kochen und Kinder. Und für mich ist das so verdreht, ganz mal. Sind die Frauen, die die Welt erobern wollen und die Männer bauen das Nest und nähren. Und was ist, wenn wir was anderes kreieren? Und ich habe einfach gemerkt, dass diese zwei Tage ging es so viel über die Frauen, die das einfach übernehmen, anstatt einfach bereit, ihre Barrieren runterzunehmen und einfach sagen, was ist es, was wir zusammen wählen können und welche Aktionen können wir machen, um etwas Großartiges zu kreieren und all das, von dem heraus du handelst. Also deswegen frage ich dich, einfach sei für dich mit einem Moment und so diese Wände und Barrieren einfach runterdrücken und nimm einen tiefen Atemzug, leg deine Hände auf den Körper und was möchtest du in der Beziehung sein? Was möchtest du gern mit deinem Körper, mit dem Körper deines Partners, mit irgendeinem Körper und nicht aus diesem Zwang und der Kontrolle, aber was wird dir tatsächlich Freude bringen? Und nicht mehr zu bekämpfen und weil es wirklich eine andere Möglichkeit, die jetzt verfügbar ist, so. Und sie spielt damit und alles, was das ist, mal kurz hier zerstören und kreieren. White Wrong, Good, Bad, Pot, Popcorn, Nine, Draws, Voice, Moments and Neons. Das ist das Access Consciousness Clear Statement, was du in mir herausfinden kannst auf der clearstatement.com. Ein paar Fragen, die du jetzt hast, ist, ich weiß, worüber du sprichst. Also mit dieses Engagement, mit diesen erotischen Geschichten schreiben. Also einmal sagst du, es
Bring dich von deinen Gedanken weg, fühlst du dich mehr sexy oder hast du Fantasien, die du zu schüchtern bist zu teilen? Okay, das lässt mich lachen. Okay, welche Fantasien hat sie? Bist du müde, frustriert zu sein und weniger zu fühlen? Und das ist das einfach. Was ist mit das mit dem Programm? Aber lass uns das einmal diese Energie erforschen. Lass uns, was empfiehlst du? Was würdest du empfehlen, Kern? Wo können die von dem herausgehen? Ist ein anderes Gewahrsein, wenn du selbst bist, mit deiner Sexualität, sich öffnen und entdecken, was du möchtest, was du magst, was sind deine Fantasien, was von innen herauskommt, ist so anders und dann legst du deine Barrieren wieder hoch. Wenn du dann mit jemandem Sex hast, ist das eine ganz andere Energie. Als so deine erste Kurzgeschichte, worüber ging es? Es war schräg, das zu schreiben und die erste, ich habe es im Kurs vorgelesen. Und dann habe ich mich gefragt, was denken die Leute? Es war nicht eine Gruppe über das erotische Schreiben, es war einfach nur eine normale Schreibgruppe, die so Romane oder Autobiografien schreiben. Und dann habe ich dann eine erotische Kurzgeschichte vorgelesen. Da habe ich gesagt, okay, was denken Sie jetzt darüber? Und dann auch ihre Reaktion zu beobachten. Und wie war die Reaktion? Es war lustig und sie lachten und ein paar lächelten. Es ist nicht interessant, was sind die Momente, dass du wirklich die Wahrheit ansprichst, weil erotische Geschichten, es ist einfach Wahrheit. Wo, okay, die Leute sprechen ihre Fantasien und was sie einfach wählen. Also hast du das gedreht in Geschichten? Hast du die erlebst? Hast du einfach mehr gespielt? Hast du mehr erforscht? Und jede Geschichte, die schreibe, ich gebe keine Name. Gebe keine Namen, weil dann denke ich immer an Personen, sondern ich nutze nur er und sie und die Fantasie und mehr kommt dann zum Tragen. Ja. Und okay, jeder kann das lesen und jeder kann sein Bild dann rein projizieren, auch von wem das ist. Ich mag das. Es ist wirklich dieser Ort, wo kein Verstecken und keine Limitierung. Was ist das wirklich das Schlimmste, was passieren kann? Also, wenn du Sex mit jemandem hast, dann hast du ganz viel Stress, aber du kannst Spaß und haben. Es ist alles das. Ja. Die meisten Leute, die ich kenne, mit denen ich gesprochen habe, die sind wirklich dankbar, wenn du sagst, was du gerne möchtest, weil sie dann müssen sie sich herausfinden. Ich bin auch dankbar, wenn du mir einmal Feedback gibst und ein paar Geräusche und irgendetwas machen. Okay, das ist gut, das macht Spaß und das macht mir Spaß, das ist gut. Und was können wir noch erforschen, anstatt im Kopf? Okay, mag ich das tatsächlich? Ich liebe das, weil das ist die Welt, die Welt, in der ich gerne leben möchte, das ist die Welt, wo ich denke, was wir wählen. Mein Name von meinem Podcast ist Wahlveränderung Action. Also welche Veränderung können und Action können wir machen? Also welche Action kann ich nehmen, machen? Das ist okay, ich bin jetzt auf deiner Homepage. Wenn du sagst, Name deiner Homepage. Wir haben das auch in den Show Notes. Und was ist da verfügbar? Wir können auch meine E-Books, Geschichten, ich habe sie auch in Audiobooks gemacht. Sie können E-Books, Tipps und Tricks wählen, so ein Einführungsworkshop. Und das ist so ein Vorgeschmack für das Schreibprogramm.
Du kannst 7 Tage entdecken deine Sexualness und sie kann privat Session drin. Und sie können auch diesen Vagina kissen. Wenn du uns auf Spotify zuhörst, dann geh auf YouTube. Du musst es einfach wirklich vor dein Gesicht tun. Okay, du das Vagina kissen vor dein Gesicht. Okay. Das kannst du auch auf Karens Website kaufen. Ich liebe es. Es ist großartig. Es ist wunderbar. Absolut wunderbar. Ist da irgendetwas, andere Werkzeuge, etwas, was du mehr, womit du mehr Freiheit haben kannst? Es sind alle Projektionen von dem Leben und dann Leben über Sexualität und Sexualität und Sexuelles und das muss ich nicht mehr verstecken lassen und gehe lebes und gehe raus und habe Freiheit damit, ja. Also du sprichst gerade darüber, ich möchte nur etwas ansprechen, was ist ein Access Consciousness Werkzeug und worüber sprechen die Elemente von Sex, weil die meisten Leute sagen Sex, okay, das ist Kopulation, nein, Kopulation ist Kopulation, worüber wir sprechen, die Elemente von Sex, ist, dass du eins sein hast und dass wie du berührt wirst und Körper mögen es, berührt zu werden, also oh, wirklich, ich liebe Berührung und es ist einfach nur wunderbar. Das ist die Sexualität. Und dann hast du Sex und dann gut und gut fühlen und wenn die Leute rumgehen. Ja, du fühlst dich aber großartig. Es ist ein großartiger Tag und diese ganze diese Schwingung jeden Molekül durch deinen Körper geht. Die Kopulation ist es, wenn du Körperteile zusammenstellst. Kopulation, das ist tatsächlich, was die meisten Leute als Sex bezeichnen. Sexualität ist die meiste Zeit, ist die Sexualität immer eine Bewertung und eine Verringerung, was du bereit bist zu empfangen. Aber ganz oft, ich gebe dir ein krasses Beispiel, wenn jemand gerade heraus ist und gerade raus, ich bin gerade raus, ich bin gerade raus, ich bin gerade raus. Und dann haben sie eine Ansicht über schwul. Du gehst in die Bewertung und du kriegst eine Verminderung von dir und von jemand anderen. Und dann gibt es einen Mangel von Empfang. Du kannst hetero oder schwul sein, du kannst alles sein. Und wir haben so viele unterschiedliche Namen und all dieses ganze Zeug, was ist, wenn jeder einfach diese Wahl und diese unendliche Wahl, die er wählen könnte, was funktioniert für dich? Das ist die Sexualität. Und dann haben wir die Sexualness, diese Energie von Schenken und Empfangen, das ist die Energie von Leben. Wenn, wie fühlst du dich in der Natur, wenn da keine Bewertung ist, einfach nur, oh, ich habe dieses Fotoshooting gemacht und dann erst im Haus und dann sind wir in den Garten mit dem Ozean und der Wind in mein Gesicht hatte, die Bäume um mich herum, ist so leicht, die Augen zu schließen, einfach so, oh, das ist Sexualness, das ist die Erde, die was die ganze Zeit ist und was die Leute können das sein, aber hier ist abgeschnitten, was du einfach verstehst, okay, das ist, wenn jemand dich einfach umarmt voller Sexualness und einfach bereit ist, das zu sein, dieses nährende Fürsorgen, diese heilende, kreierende Energie und dann die Energie von orgasmische Energie von Kreation vom Leben und Körper. Was ist, wenn dein Leben diese orgasmische Erfahrung sein kann mit allem, was du musst, egal ob du Sex hast oder kochen oder essen, alles. Ja, okay. Wenn du selbst zur Arbeit gehst, was ist die orgasmische Erfahrung halt? Und das Thema, wo wir jetzt sind, ist für mich spät Nacht. Also ich hatte den ganzen Tag. Also ich habe gesehen, dass mein Körper lebendiger ist, worüber wir sprechen. Ja, ja, das ist Spaß. Wir können berühren, wir können all das haben. Und das ist wie so ein Erwecken davon. Und was ist, wenn wir das auch die ganze Zeit haben können? Das sind Elemente von Sex, über die wir sprechen in Access Consciousness. So. Und wirklich, wenn du eintauchen willst, okay, haben wir brillantes Zeug. Okay, tu mal Karens Website
reinschauen und sie hat diese Programme, sie hat Privatsessions und Geschichten. Schau dir das einfach an. Wenn du, oh, ich könnte das niemals tun, guck einfach auf Karens Homepage und einfach, wenn du auf die Hände auf deinen Körper legst und einfach diese Energie eintauchst, was kannst du hier empfangen? Du musst da nicht reinspringen. Bitte, meine Forderung von mir selbst ist, sicherzustellen, dass jeder in der Welt weiß, dass sie in der anderen Wahl verfügbar sind. Egal, was du wählst, du kannst einfach etwas anderes wählen, du kannst etwas Großartiges wählen, du kannst mehr Leichtigkeit wählen, mehr Freude, du kannst wirklich alles wählen, was du dir wünschst, wenn du rauskommst von der Bewertung von dir und die Projektionen und Erwartungen, die so oft die Limitierung, die du entschieden hast, du hast so etwas was anderes wählst. Ich denke, das ist fabelhaft, Karen, dass du das machst. Okay, mach weiter. Mädel, und du wirst noch besser als das, sodass du das tust und bist. Und ich kann es spüren, dass du diese Freude hast in deiner Welt und auch die Freude mit deinem Körper, anstatt wo du diese zwei Typen erwähnst, die dich nicht so gut behandeln hast oder die nicht so ehren in der Beziehung. Ich kenne das auch. Aber das ist nicht mehr meine Realität. Da ist einfach etwas anderes verfügbar. Und auch dein Trauma heilen von diesem Leben und auch anderen Leben. Ich liebe das. Also wie viele Leute leben im Trauma von Drama, von etwas, was vor vielen, vielen Jahren oder an anderen Lebenszeiten erlebt ist. Also, was ist, wenn jeder Tag ein neuer Tag ist? Eine großartige, welche bin ich heute und welche großartigen Abenteuer kann ich heute wählen? Und was kann ich heute wählen? Okay, erotisches Schreiben. So, wo können dich Leute finden? Karen, deine Website, Instagram, ja, meine Home, Shells, www.karenvantena.com. Und, okay, dann, okay, wir haben es in den Shownotes. Ja. So. Ist noch etwas, was du vielleicht erwähnen möchtest, worüber wir noch nicht gesprochen haben? Mach einfach. Füll deine Fantasie, finde das raus, was du dein Leben möchtest, über Sexualität und erforsche, entdecke es. Und du wirst einfach andere Dinge sehen, wenn du es einfach erforschst. Und ehrlich, wenn du das sagst, mein Körper sagt, ja. Dankeschön. Ja, es ist einfach Spaß, das zu entdecken. Einfach den Spaß in der Sexualität wieder zu entdecken. Ja, absolut. Dankeschön, dass du hier hingekommen bist, Karen. Podcast war ein bisschen anders und ich hoffe, es hat euch alle eure yummy Körper erregt und ich möchte euch auch wirklich alle einladen, diese Beziehungs-ganz-anders.com, dass wir haben wirklich Beziehung-ganz-anders-Facilitatoren überall und tolle Access-Consciousness-Werkzeuge mit Beziehung, Körper, Sex, was ich ja merke, mit am Ende der Kurse, dass die Leute sagen, okay, ich habe eine tolle Beziehung mit mir und wenn du das wählst, was kannst du mit anderen haben? Und das ist wirklich so ein Abenteuer und so viel größer, als was du jemals denkst. Was es ist. Dankeschön, dass du hier warst, Karen. Und wir sehen uns irgendwo in der Welt, in Europa, vielleicht, wenn ich Ende des Jahres hinfliege. Dankeschön und tschüss und vergesse nicht, wenn du dich anmeldest. Wir schicken dir die Shownotes und die Infos über den Podcast. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann klicke bitte auf die Schaltfläche Folgen oder Abonnieren auf deiner bevorzugten Hörplattform, um über neue Folgen informiert zu werden. Wir lesen alle Rezensionen, also wenn es ein Thema gibt, über das du gerne etwas hören möchtest, lass es uns wissen. Wenn du mehr über die in den Podcast erwähnten Tools, Informationen und Kurse erfahren möchtest, besuche
www.simonemillesas.com und folge mir auf Instagram @simonemillesas oder der Podcast hat seinen eigenen Link auf Instagram @choicechangeandaction. Vergiss nicht, dass du dir die Podcast-Infos herunterladen kannst. Und zu guter Letzt, viel Spaß heute!